Ja, Lisa Hirner, dich im Studio hier sitzen zu haben, das ist mir aus mehrerlei Gründen eine echte Freude. Zum einen darf ich deinen sportlichen Weg ja schon länger mitverfolgen und zum anderen beobachte ich da immer, dass du einfach beachtliche Erfolge einfährst, die Karriereleiter, wenn man so sagen will, immer höher nach oben kletterst und dabei aber immer die junge, bodenständige Obersteirerin bleibst. Und das ist einfach schön zu sehen. Schön, dass du da bist. Ja, danke, freut mich. Ja, du hast eine beachtliche sportliche Karriere schon, steckst mittendrin und hast sicher noch eine tolle Karriere vor dir. Du bist 18,5 Jahre und hast da in der nordischen Kombination schon Sportgeschichte geschrieben. Warum? Das klären wir später ein bisschen auf. Du kommst aus einer sehr sportlichen Eisenerzer Familie. Der Name Hirner ist vielen Sportlern ein Begriff. War der sportliche Weg, vor allem in die nordische Kombination, vorgezeichnet? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er in die nordische Kombination vorgezeichnet war. Ich glaube, das hat sich keiner so erwartet, ich am allerwenigsten. Aber dass ich irgendwo im Sport lande, ich glaube, das habe ich schon von klein auf gewusst. Ich war einfach jeden Tag draußen, habe die Natur genossen mit der ganzen Familie, waren immer in die Berge unterwegs. Und ja, ich habe einfach sportlich alles ausprobiert, was es noch gegeben hat. Und das Skispringen natürlich, das liegt in der Familie, das habe ich, glaube ich, ein bisschen in die Gene. Und ich wollte es natürlich schon als kleines Mädel immer probieren. Aber da war die Mama noch ein bisschen dagegen. Die wollte nicht unbedingt, dass so ein kleines Mädel da über die Schanzen abspringt. Und ja, dann mit Beginn der Hauptschule war es dann aber so weit. Dann habe ich meine ersten Sprünge machen dürfen und das hat mir sofort richtig taugt. Und ja, mein Ziel war eigentlich immer, Spezialspringerin zu werden. Ja, aber das hat sich dann eigentlich ja, jetzt ganz anders ergeben. Ja, das war einfach in der Trainingsgruppe, wo ich war, da waren lauter Kombinierer. Dann hat der Trainer halt so gesagt, ja, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du schaust beim Langlaufen zu oder du probierst das selber mal. Und am Anfang habe ich mich noch ein bisschen gesträubt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, zuschauen ist auch langweilig und habe es dann probiert. Und ja, dann ist es eigentlich ziemlich schnell eigentlich bergauf gegangen und ich bin dann irgendwie so immer mehr eingeschlupft und jetzt bin ich mittendrin und kann mir nichts Besseres vorstellen. Ja, das war eine richtige Entscheidung, kann man so sagen. Seit Sommer 2016 ist ja die Erzberg Arena offiziell eröffnet und damit hast ja du eine perfekte Trainingsstätte vor der Haustür. Schon viel länger gibt es aber das Nordische Ausbildungszentrum und das ist ja als Talenteschmiede bekannt, kann man sagen. Auch du hast dich für das NAZ entschieden und damit quasi gegen Tirol oder Salzburg. Warum? Ja, das liegt natürlich einfach vor der Haustür. Ich bin daheim. Ich kann daheim sein, wenn ich möchte. Ich habe alle Möglichkeiten, die was ich brauche, dass ich da trainiere. Ich komme mit den Trainern super zurecht. Ich habe die vorher schon kennt, bevor ich mich für Eisnetz entschieden habe. Ich habe gewusst, das passt einfach. Ich habe da die individuelle Betreuung, die was ich einfach brauche, von allen Seiten und habe natürlich von daheim auch den kompletten den Rückhalt, was ich brauche. Und ja, so habe ich eigentlich das perfekte Umfeld und besser geht es einfach nicht. Karriere mit Lehre ist ja das Thema in Eisenerz. Und das Modell bewährt sich seit 1982. Und ich habe es ein bisschen herausgeschrieben. Insgesamt haben mehr als 400 Absolventen seitdem 117 Medaillen bei internationalen Großereignissen geholt. Und bekannte Namen wie Mesotic, Landerdinger, jetzt in der jüngsten Zeit Jan Hörl, also die kommen alles aus der Eisenerzer Schiene. Ja, 117 Medaillen bei internationalen Großereignissen und du hast auch schon einige dabei auf deinem Konto. Wann bist du zum ersten Mal international, kann man sagen, in Erscheinung getreten? Jetzt abseits von Medaillen, aber einfach, dass man sagt, du hast auf dich aufmerksam gemacht. Ja, also mein erster wirklich internationaler Bewerb war eben noch bei den Spezialspringerinnen. Das war bei der Juniorenweltmeisterschaft in Lahti. Da habe ich im Mixteam starten dürfen und habe da meine erste Bronzemedaille gemacht. Okay, als Spezialspringerin, ja. Spezialspringerin, genau. Aber dann ist es ja toll weitergegangen und ich habe es anfangs gesagt, du hast Sportgeschichte geschrieben. Deswegen, weil sehr, sehr lange Zeit war ja der Weltcup, also die höchste Wettkampfebene, den Herren vorbehalten und seit der Saison 2021 ja, dürfen auch endlich, sage ich mal, die Frauen daran teilnehmen. Und da hast du bewiesen, dass du endgültig in der Weltspitze angekommen bist. Beim Heimweltcup in der Ramsau war sie noch Platz 6, aber immerhin schon ein Top-10-Ergebnis. Und dann im Dezember 21 in Lillehammer bist du aufs Stockerl gesprungen und wie gesagt, die erste Österreicherin, die das geschafft hat, ist ein ja, Sportgeschichte, ist ein historischer Moment, aber ich glaube, im Moment
kriegt man das gar nicht so mit, oder? Nein, ich meine, ich muss ehrlich sagen, das war das Allerletzte, was ich mir gedacht habe, wie ich da über die Ziellinie gelaufen bin. Das war einfach ja, der erste Bewerb von der Saison, mein zweiter Weltcup erst. Da habe ich 10.000 andere Sachen im Kopf gehabt und dass mir das dann so aufgegangen ist, ja, das hat mich überrascht und einfach wirklich sehr gefreut. Und ja, nachher, wie ich mit den Leuten vor mir geredet habe, dann habe ich gesagt, ja, das erste Podest für Österreich und das war mir gar nicht so bewusst. Und im Nachhinein, ja, freue ich mich das natürlich brutal, dass ich das geschafft habe. Ist schon was Besonderes. Also ich glaube, mit Abstand sieht man es schon auch ein bisschen mit Stolz, oder? Ja, das ist auf alle Fälle. Bleiben wir bei der heurigen Saison. Die ist ja so ja, mit Höhen und Tiefen gespickt gewesen, sage ich jetzt einmal. Am Ende der Saison war ja das European Youth Olympic Festival, also die Jugendolympiade. Du warst oder bist als Titelverteidigerin hingefahren. Da gab es eine Enttäuschung. Aber ich glaube, am Ende Gold im Mixed Team hat dann einen versöhnlichen Ausklang gemacht, oder? Ja, das ist auf alle Fälle. Also meine Saison, ja, sowas habe ich selten gehabt, eigentlich, dass ich so Höhen und so Tiefen habe. Mit dem habe ich wirklich zum Kämpfen gehabt. Das war für mich mental nicht so leicht. Und da war das am Ende dann wirklich mit der Goldenen im Team. Das war einfach ein sehr versöhnlicher Abschluss. Und der hat mir einfach so einen Motivationsschub jetzt für die neue Saison mitgegeben. Der war sehr wichtig. Das Mentale angesprochen. Und ich glaube, gerade das ist ja ein ganz, ganz großer Faktor auch in der Kombination, generell im Sport, oder? Ja, das auf alle Fälle. Also der Kopf kann da einfach sehr viele Hürden stellen, aber einfach dir sehr viel helfen. Und wenn du da mental gut drauf bist, das kann da einfach, ja, das kann dich richtig nach vorne bringen. Du bist zum Saisonauftakt als einzige der Damen-Nationalmannschaft gestartet. Krankheitsbedingt sind die Kolleginnen ausgefallen. Du hast dann auch bist in den Norden geflogen mit der Herrenmannschaft, hast mit denen trainiert. Ich glaube, das ist auch eine einzigartige Erfahrung. Und was hast du mitnehmen können? Ja, also es war natürlich ein bisschen unglücklich, dass eigentlich alle meine Teamkolleginnen ausgefallen sind. Die meisten verletzungsbedingt und die anderen dann noch krankheitsbedingt auch noch. Und ja, dann da habe ich eben das gehabt, dass ich mit die Burma nach Rovaniemi fliegen habe dürfen und mit einer da 2 Wochen oben trainieren habe dürfen. Ja, das hat mir, glaube ich, sehr viel gebracht. Wenn man die Burma zuschaut, die haben natürlich da schon sehr viel Professionalität dahinter. Und da kann ich mir natürlich einfach sehr, sehr viel abschauen. Und das hat mir, glaube ich, vor allem Langlaufen einfach sehr viel gebracht. Okay. Zum Thema Olympia, vor allem von der Jugendolympiade gesprochen, jetzt zur Olympia, die ja heuer stattgefunden hat, dass du und deine Kollegin habt noch zuschauen müssen, aber 2026 ist es in Mailand und Cortina dann soweit und ja, die Latte liegt hoch, die hast du sicher auch selbst hochgelegt. Der Druck ist sicher auch relativ groß. Was überwiegt, die Vorfreude oder doch ein bisschen ja, Bauchkribbeln? Nein, es ist auf alle Fälle die Vorfreude. Ich glaube, ja, es war mehr oder weniger die richtige Entscheidung, dass wir heuer noch nicht dabei waren. Unser Sportart ist einfach nur sehr jung und wir haben uns den Winter einfach sehr weiterentwickelt, die ganzen Mädels weltweit. Bei uns ist das eher nicht so eine saisonelle Steigung, sondern bei uns geht die Steigung eher von Bewerb zu Bewerb. Und da muss man einmal mitkommen. Das heißt, ich finde es wirklich gut, dass wir 2026 erst dabei sind. Ich glaube, da sind wir dann alle richtig gut gestellt und ja, es ist eindeutig die Vorfreude, die was überwiegt. Ja, super. Ihr habt ja, du sagst das von Bewerb zu Bewerb. Es hat ja, trotz allem ist es ja dann schnell gegangen. Es hat lange gedauert, bis die Damen reinschnuppern haben dürfen. Und jetzt eigentlich hat man in relativ kurzer Zeit viel erreicht, oder? Ja, das stimmt. Es hat wirklich lange gedauert und ich bin genau in dem Moment in die Sportart eingestiegen, wo sie gerade so am Kämmern war und ich habe einen richtig guten Zeitpunkt erwischt. Und jetzt wird sie einfach von allen Seiten pusht. Man merkt es auch bei den Jungs, die sind da auch voll dahinter. Wir haben Mixbewerbe mit einer, das taugt einer auch voll, uns natürlich auch. Und ja, also wir haben vor Winter einfach fast das Doppelte an Bewerbe und es ist schon cool, das so mitzuerleben, wie sich das entwickelt. Der Trainer der Damen-Nationalmannschaft, der kommt ja auch aus der Eisenerzer Ecke. Mit dem Bernhard Eicher hast du von Anfang an ein sehr vertrautes Gesicht gehabt. Ich glaube, das ist sicher auch ein Vorteil, wenn nicht auch ein Teil des Erfolgs, wenn man schon so Vertrauensbasis hat und dann nicht jetzt da ein völlig neues Gesicht hat, oder? Ja, das stimmt. Den Bernie habe ich schon kennt, da war ich noch in der Hauptschule und habe ihn dann als Trainer im NRZ in Eisenerz gehabt und er ist dann eigentlich mit mir gemeinsam und die anderen Mädels sind in den ÖSV gekommen
Und ist jetzt eben seit vor einem Jahr eben der Nationalteam-Trainer. Und ja, das ist für mich persönlich einfach sehr wichtig, dass ich jemanden wie ihn habe. Er hat brutal viel Erfahrung, er ist eine sehr ruhige Persönlichkeit, er kann mir da auch sehr viel Ruhe im Bewerb mitgeben. Und natürlich, dass er ein Eisnetz ist, das macht es einfach nur viel leichter. So haben wir ihn fast jeden Tag bei einem Training dabei und das ist einfach sehr hilfreich. Du sagst jeden Tag beim Training dabei. Wie kann man sich denn so einen Trainingsablauf, ich sage jetzt einmal einen Trainingstag von dir vorstellen? Ja, das ist natürlich unterschiedlich, ob es Sommer oder Winter ist. Ich muss natürlich auch irgendwann arbeiten und lernen für die Schule. Und das fällt dann halt eher auf den Sommer. Das heißt, im Sommer ist es so, ich gehe um 7:45 Uhr bis 13:30 Uhr arbeiten. Habe dann meistens eine Mittagspause von so 1,5 oder 2 Stunden, wo ich halt essen kann, nur ein kurzes Mittagsschlaferl mache. Und dann trainiere ich auch den ganzen Nachmittag lang, gehe halt dann Abendessen und ja, am Abend habe ich dann einmal oder zweimal in der Woche noch Schule. Von 6 bis 10 Uhr und sonst ja, verbringe ich den Abend, glaube ich, wie viele andere Leute vom Fernseher oder lies was. Hast du persönlich, sagst, den Abend verbringe ich so, hast du persönlich das Gefühl, naja, dass du schon vielleicht ab und zu ein bisschen mehr Freizeit hättest? Ja, also Sportler ist halt natürlich nicht so wie bei vielen anderen Leuten, die was halt dann sagen, ja, sie können jetzt halt mal fortgehen oder so. Das gibt es halt bei uns nicht, aber. Ja, ich glaube, das nehmen wir einfach alle in Kauf, weil wir halt unsere Ziele haben, die was wir alle erreichen wollen. Und der Sport ist eigentlich, ja, das ist eigentlich mein Leben und ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Also ist das für mich das Kleinere, dass ich da manchmal ein bisschen weniger Freizeit habe. Sondern gesagt, du hast wirklich schon beachtliche Erfolge eingefahren, aber du hast auch tolle Preise abseits der Wettkampfstätten schon gewonnen. Den Piotr Norowski-Preis, der wird für außergewöhnliche Leistungen an europäische Nachwuchssportlerinnen vergeben. Da hast du Platz 2 belegt und der Sporthilfe-Jugendpreis 2021 ist auch an dich gegangen. Und ich glaube, einer der ersten Gratulanten war ja der Johannes Lamparter und das könnte man ja fast ein bisschen als, vor allem er hat den Jugendpreis 2019 bekommen. Seine Karriere hat, glaube ich, jeder Sportbegeisterte jetzt mitgekriegt, seine Erfolge. Siehst du das als gutes Omen, dass er unter den ersten Gratulanten war? Ja, den Johannes kenne ich natürlich auch schon sehr lange. Ja, das freut mich natürlich, dass er da gleich dabei war. Und natürlich ist er ein großes Vorbild, wenn man sieht, wie er das alles meistert, auch rundherum vom Sport, wie er mit allem dem umgeht. Und er hat einfach eine brutale Disziplin, also da kann man sich auf alle Fälle was abschauen. Und ich hoffe natürlich, dass er auch so einen Karriereweg hinlegen kann in den nächsten Jahren. Ja, da schließe ich mich natürlich all den Wünschen gleich an und ja, wünsche dir alles Gute. Jetzt haben wir Ende April, das heißt ein bisschen Trainingsverschnaufspause, wenn man so sagen kann. Wann geht es jetzt wirklich richtig los wieder? Ja, also ich bin jetzt gerade aus dem Urlaub gekommen. Ich habe jetzt nach dem Winter einmal 2 Wochen Urlaub gehabt, weil wir nach Kroatien gefahren sind, ein bisschen Sonne tanken, einmal ein bisschen was anderes trainieren, natürlich schon trainieren. Ja, ich komme jetzt dann in die Berufsschule. Das heißt, ich werde mich jetzt dann 11 Wochen einmal ein bisschen aufs Lernen konzentrieren. Und dann ist eigentlich das, was dann so richtig losgeht wieder. Ja, dann alles Gute für die Zukunft, alles Gute für die LAB als Konstrukteurin machst du dir. Ja. Und ja, auf deinem Weg alles Gute, wir werden dich weiter mitverfolgen. Ja, Danke fürs Gespräch. danke schön.